Und damit auch ein Hey, hey von mir, ihr Lieben. Was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem allerersten YouTube-Tutorial zum relativ frisch releaseden Looter-Shooter namens Vigor. Kurz und knapp erklärt, Ziel des Spiels ist es, dieses Häuschen, auch im Spiel Unterschlupf genannt, nach und nach wieder zu renovieren. Das sieht bei mir natürlich jetzt schon relativ gut renoviert aus, würde ich mal behaupten. Bei euch, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, seht ihr schon, dass es alles nur notdürftig repariert. Und ihr müsst halt nach und nach Stück für Stück alles renovieren. Um das Haus zu renovieren, braucht ihr natürlich sämtliche Rohstoffe. Diese Rohstoffe müsst ihr in PvP-Runden sammeln. Ihr müsst natürlich aufpassen, ihr spielt in diesen PvP-Runden gegen andere Spieler. Und das ist dasselbe Spielprinzip wie bei Escape from Tarkov. Viele kennen das Spiel natürlich. Ihr nehmt Waffen mit in die Runde rein. Ihr bestreitet diese Begegnungen gegen diese echten PvP-Spieler, müsst Rohstoffe einsammeln in dieser Runde, um anschließend das Haus wieder aufzubauen. Der heikle Punkt in diesen PvP-Runden ist, ebenso wie bei Escape from Tarkov, werdet ihr in dieser Runde getötet, durch welche Gründe auch immer. Entweder hat euch ein Gegner erschossen oder ihr seid an der Strahlung gestorben, wie auch immer. Verliert ihr euren gesamten Loot, den ihr bis dahin eingesammelt habt, und ihr verliert alle Waffen, die ihr mit in die Runde reingenommen habt. Aber dazu kommen wir später mehr. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz das Gelände hier, damit ihr mal grob wisst, worum es hier überhaupt geht. So, ich werde jetzt jeden einzelnen Punkt in der Umgebung und im Unterschlupf nur ganz, ganz kurz anschneiden, weil alles sich nachher selbst erklärt, sobald wir im Baumenü sind für den Unterschlupf. Deswegen nur ein grober Überblick. Hier vorne seht ihr die Shooting Range. Hier könnt ihr jede einzelne Waffe testen, die ihr bis dato gesammelt, gecraftet habt oder aus den Matches mit herausgenommen habt. Hier könnt ihr Schießübungen erstellen, unter verschiedenen Aufgaben, den Recoil testen, euch das Visier angucken. Ja, und hier könnt ihr halt ein Gefühl für die ganzen Waffen bekommen. Und ja, vielleicht findet ihr relativ schnell eure Lieblingswaffe fürs Match. Hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar ist das hier die Nahrungsspende. Ihr könnt aus jedem PvP-Match Nahrung mit herausnehmen. Ebenso könnt ihr Nahrung craften, aber auch dazu gleich mehr im Baumenü. Wir interagieren einmal. Und hier seht ihr schon, hier gibt es auch Belohnungen fürs Nahrungsspenden. Die Spende wird immer sonntags um 0 Uhr abgeholt, sprich das läuft jetzt noch 4 Tage, 15 Stunden. Solltet ihr es schaffen, 10.000 Nahrungseinheiten zu spenden, bekommt ihr einmal eine goldene Chest, eine lila Chest, einmal blau, einmal grün und eine weiße Chest. Ich sage euch sofort, 10.000 Nahrungseinheiten ist eine ganze Menge. Ihr müsst auch schon ein bisschen grinden, aber ich denke, das sollte doch machbar sein. So, ich habe sogar 57 Nahrungseinheiten gerade im Inventar. Die werden wir gleich mal losspenden. Sind jetzt aktuell schon bei 2223 Nahrungseinheiten. Also auch ich muss da noch ein bisschen Gas geben, damit ich an die 10.000er Kiste bekomme. Aber wie gesagt, Loot Chests kann immer sehr, sehr guter Stuff drin sein. Also gib Gas. Direkt hinter der Nahrungsspende findet ihr eine Antenne. Die rauscht ein bisschen, wie man schon hören kann. Die hat eigentlich nur die Aufgabe, und das finde ich eine ziemlich cool an dem Spiel. Diese Antenne generiert euch die Echtgeldwährung, auch Kronen genannt im Spiel. Finde ich eigentlich sehr cool, kennt man so aus keinem anderen Spiel, soweit ich weiß, wo man die Echtgeldwährung craften kann, ohne was dafür zu tun. Ich sage euch sofort, es ist nicht viel, aber immerhin kann man dadurch ein paar Krönchen zusammensparen. Aber auch dazu gleich nochmal mehr im Baumenü. So, auch hier nochmal ganz kurz angeschnitten. Wir sehen hier vier Kräuterregale. Wir haben auf der linken Seite einen Holzblock und da vorne, wie ihr sehen könnt, stehen vier Beete. Die Beete produzieren euch Nahrungseinheiten, der Holzblock Herstellungsmaterialien, ebenso wie die vier Kräuterregale. Und das erkläre ich gleich auch nochmal im Baumenü. Vor eurem Unterschlupf. Direkt vor dem Haupteingang seht ihr einen kleinen Bunkereingang. Dieser Bunkereingang ist nichts weiter als eine kleine Waffenkammer. Hier habt ihr die Übersicht aller Waffen im Spiel. Alle Waffen, die natürlich jetzt schon an der Wand hängen, habe ich bis dato schon gesammelt. Sprich, die
sind in meinem Inventar. Der besondere Punkt, jede Waffe, die so ein blaues Plakat hinter sich hat, ist eine Blaupause. Diese Blaupause ist quasi nur eine Anleitung, wie man die Waffen zusammenbaut. Sprich, ich könnte jetzt jede einzelne Waffe, die blau hinterlegt ist, selber herstellen mit Herstellungsmaterialien. Ein paar Waffen fehlen mir noch, ein bisschen muss ich auch noch sammeln, wie man sieht. Aber ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur nach und nach sammeln, sammeln, sammeln. Ihr bekommt Waffen aus Kisten, könnt ihr natürlich aus den Runden mit rausnehmen. Und so werdet ihr euer Inventar sehr, sehr schnell mit Waffen füllen. So, nun sind wir im Unterschlupf angekommen. Sieht alles schon recht gemütlich aus. Es gibt zwar einige Sachen hier zum Interagieren, möchte ich jetzt aber gar nicht so viel drauf eingehen, weil alles gleich wirklich selbsterklärend ist, sobald wir im Hauptbaumenü angekommen sind. Also würde ich sagen, wir gehen gleich mal die Treppe runter und ich zeige euch sofort den wichtigsten Punkt. Eben dieses Baumenü findet ihr hier an der Werkbank unten im Keller. Und wir rufen das einmal auf. Und ihr seht schon, das ist eine ganze, ganze Menge, was man hier bauen kann. Die Unterschlupfstufe schaltet ihr nach und nach frei. Ich bin jetzt schon bei der letzten Stufe angekommen, sprich, ich kann wirklich jede Einheit auf dem Gelände bzw. im Unterschlupf ausbauen. Ist eigentlich ganz cool. Ihr fangt an bei Unterschlupfstufe 1, könnt logischerweise dann nur die Werkbank ausbauen. Ich werde im Stream häufig gefragt: Yo, Stacks, was macht am meisten Sinn? Was sollte ich als erstes ausbauen? So, den genauen Plan gibt es eigentlich nicht, da ihr sowieso erst, wie gesagt, nach und nach alles freischaltet. Ich kann euch nur sagen, wir sind sehr, sehr schnell auf die Antenne gegangen, damit wir eben diese Echtgeldwährung craften. Aktuell bin ich bei Stufe 3, bin im Moment im Ausbau auf Stufe 4. Dieser Ausbau dauert bei mir noch knapp 20 Stunden. Und auf Stufe 4 würde ich generieren 4,12 Kronen pro Tag. Wie ich anfangs schon sagte, das ist nicht viel, aber das ist immerhin ein bisschen. Und ja, wie gesagt, dafür, dass es die Echtgeldwährung ist, man bekommt sie quasi umsonst, muss nichts dafür tun, ist eigentlich eine ganz nice Sache. Wir gucken uns ein paar andere Punkte noch an. Wir haben hier, wie gesagt, die gerade angesprochenen Kräuterregale. Diese generieren mehr Materialien pro Stunde. Diese Materialien benötige ich, um Waffen oder Verbrauchsmaterialien herzustellen. Dann haben wir beispielsweise noch Rattenfallen, diese Einheiten pro Stunde. Die kann ich dann natürlich wieder spenden, um meine wöchentliche Aufgabe abzuschließen. Wir schauen mal kurz, was haben wir noch? Wir haben einen Lagerraum, dieser verringert die Herstellungskosten von Verbrauchsartikeln. Wir haben beispielsweise einen Räucherschrank, dieser steigert die Produktionsrate der Rattenfallen. Sprich, ich kann noch mehr Nahrung generieren, ist auch ganz cool. Und so müsst ihr halt Stück für Stück alles ausbauen. Der besondere Punkt, ich bin jetzt auch noch lange nicht fertig. Ich bin zwar hinten angekommen, aber ihr seht schon, ich kann jede Stufe, abgesehen vom Stromgenerator, bis auf Stufe 13 ausbauen. Das heißt, ihr braucht eine ganze, ganze Menge an Rohstoffe. Die Rohstoffe seht ihr ganz unten, Rohstoffe im Besitz. Da haben wir einmal Metallteile, wir haben Drähte, Nägel, Dünger, Glas, Chemikalien, Treibstoff und Elektronikteile. Jede Einheit braucht andere Rohstoffe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf der Rattenfalle bin, die Rattenfalle erfordert Draht und Dünger. Hätte ich jetzt quasi sogar genug, könnte das weiter ausbauen, aber ich habe schon gerade zwei Bauten am Laufen. Normalerweise, wenn ihr anfangt, könnt ihr nur also einen Ausbau gleichzeitig laufen lassen. Sobald ihr den Stromgenerator ausgebaut habt, zumindest auf Stufe 1, so wie ich jetzt, könnt ihr schon zwei Sachen gleichzeitig bauen. Wird gestackt, geht hoch bis auf Stufe 5 und ihr könnt sechs Verbesserungen gleichzeitig vornehmen. Es dauert aber eine ganze Weile, bis man den auf Stufe 5 hochgedrückt hat, weil der schon einiges an Rohstoffe frisst. Ja, das ist eigentlich schon das Baumenü. Wie gesagt, ihr braucht eine ganze Menge Rohstoffe, ihr müsst ziemlich viel spielen, ziemlich gut looten. Aber welche Rohstoff ihr wo findet, da machen wir nochmal ein extra Video zu. Das Ganze wird ein bisschen umfangreicher. Ich denke, wenn ich das vernünftig erklären will, dann ist es nicht so vorteilhaft, wenn ich das mal eben so nebenbei mache. Deswegen ein separates Video, kommt ein bisschen später. Ich würde sagen, ich zeige euch noch ganz fix das Schnellmenü oben mit L1, R1 durchswitchbar. Auf Stufe 1 haben wir alle Begegnungen, die wir spielen können. Am wichtigsten, sage ich euch sofort, sind nur die obersten drei. Hier könnt ihr tatsächlich alle Rohstoffe farmen, die ihr zum Ausbau eures Unterschlupfes braucht. Die unteren beiden sind nur Team Deathmatch. Einmal mit einer Teamgröße bis zu 5.
Das linke ist einmal Team Deathmatch Solo. Ist dann logischerweise kein Team Deathmatch, sondern ein normales Deathmatch. Wie gesagt, in den oberen drei Teamgröße bis zu 3 Leuten. Das heißt, ihr könnt euch idealerweise noch 2 Mates mit dabei nehmen und gemeinsam die Begegnung bestreiten. Wir haben eine Map Rotation. Die ersten beiden Karten switchen nach einer bestimmten Zeit durch. Ihr seht unter den Map-Namen seht ihr den Timer, wann der nächste Switch vollzogen wird. Die Begegnung an Linken ist relativ neu, deswegen bleibt die immer fest da. Wir gehen mal weiter. Ausrüstung. Hier könnt ihr euch für den Kampf ausrüsten. Das wird aber das nächste Tutorial sein, weil auch das ein bisschen umfangreicher wird. Und ich möchte die Videos alle nicht unnötig in die Länge ziehen. Das Baumenü hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Hier haben wir eine Übersicht aller Loot-Kisten, die wir bis jetzt haben. Ich habe tatsächlich aktuell keine einzige im Inventar. Da müssen wir nachher noch ein bisschen sammeln gehen. Wir haben einen Battle Pass. Die obere Reihe ist der Free Battle Pass. Die untere Reihe der Premium Battle Pass. Kennt man eigentlich aus nahezu jedem Spiel, was einen Battle Pass hat. Ich kann euch gleich sagen, ich habe den Fehler gemacht, habe meine Kronen unnötig ausgegeben, was eigentlich völlig dumm war. Macht nicht den Fehler wie ich. Ihr könnt wirklich durch Grinden den Premium Battle Pass erspielen, ohne einen Cent Echtgeld zu investieren. Das funktioniert und es lohnt sich, weil ihr im Premium Battle Pass auch sehr, sehr viele Kronen zurückbekommt. Bekommt zwar im oberen auch Kronen, sind aber jeweils nur 25 pro Stufe. Also nicht pro Stufe, sondern natürlich nur da, wo es die Kronen gibt, wie hier zum Beispiel auf Stufe 29. Im Premium Battle Pass sind es gleich mal 75 Kronen, das Dreifache. Also es lohnt sich schon, den Battle Pass zu holen. Ihr bekommt hier noch ein paar Cosmetics, ein paar Blaupausen, ihr bekommt Waffenskins, ja, wie gesagt, Cosmetics wie Helme. Es lohnt sich schon, da drauf zu sparen. Wie gesagt, macht nicht den Fehler wie ich. Spart euch die Kronen auf und ihr könnt euch relativ zügig den Premium Battle Pass leisten. Hier können wir unseren Charakter anpassen. Mann, Frau, mit Jacke, ohne Jacke, mit Pullover, wie auch immer. Ich sage euch aber sofort, wenn ihr den Premium Battle Pass noch nicht habt, müsst ihr wirklich nahezu alles mit Kronen kaufen. Wenn ich jetzt beispielsweise auf die Bandagen gehe, zeigt er mir schon an, Battle Pass, die sind also im Battle Pass irgendwo enthalten. Wird aber, denke ich mal, der Premium Battle Pass sein. Auf den besten Listen seht ihr einmal eure Statistik. Ich habe beispielsweise schon gespielt 226 Begegnungen, habe in diesen 226 Begegnungen 102 Kills gemacht, habe einen Gesamtbeutewert von 484.000 rausgeholt, habe mir 54 Loot-Drops geholt, dann habt ihr hier unten eine Überlebensrate. Das heißt, ich überlebe eigentlich mindestens jedes zweite Match bei 64%. Kills pro Begegnung resultiert natürlich aus Kills und gespielte Begegnungen ist quasi die KD, liegt bei 0,45. Ich sage euch nur sofort, selbst wenn bei euch noch weniger stehen sollte, macht euch nichts draus. Die KD ist hier nicht aussagekräftig. Man muss keine gute KD haben. Man kann natürlich jedes Match bestreiten, ohne einen Gunfight ausführen zu müssen. Das Ganze ist natürlich ein bisschen tricky, aber wir sind eigentlich auch eher so der Sneaky-Trupp, der lieber in Ruhe lootet, anstatt zu kämpfen, weil bei den Kämpfen teilweise schon sehr, sehr viel Zeit draufgehen kann und diese Zeit fehlt euch nachher beim Looten logischerweise. Hier haben wir noch Sammlungen. Das sind einfach nur Erinnerungsstücke, die ihr auf der Karte sammeln könnt. Eigentlich nichts Besonderes. Und zu guter Letzt natürlich auch hier nochmal ein kleiner Ingame-Shop. Und da seht ihr schon, allein so ein Winterpulli kostet schon 600 Kronen. Das wäre schon fast ein Premium-Battle Pass. Und 390 Kronen kosten alleine schon 10 Euro. Wie gesagt, spart euch die Kronen lieber auf und holt euch davon den Premium Battle Pass. Ich habe nämlich unnötigerweise meine Kronen für Versicherungen ausgegeben. Das zeige ich euch ja beim nächsten Tutorial, wenn wir in die Kampfvorbereitung gehen. Genau. So, das war's eigentlich schon mit dem Kurzmenü. Das Wichtigste war am Unterschlupf. Wie gesagt, das nächste Tutorial wird die Kampfvorbereitung. Ich habe eine kleine Bitte an euch, bitte seht es mir nach, ich bin kein Tutorial-Meister. Ich wurde nur im Livestream auf Twitch darauf angesprochen, oh, du kannst es so gut erklären im Stream, könntest du nicht auch Tutorials für uns machen? Habe ich natürlich gesagt, klar mache ich. Habe mir das Ganze eigentlich relativ einfach vorgestellt, musste aber feststellen, dass selbst für dieses Tutorial ich sehr, sehr viele Anläufe gebraucht habe. Auch die Mikrofonqualität ist natürlich nicht so gut wie bei einem Haupt-YouTuber.
Ab und zu verspreche ich mich auch mal, aber ich denke, das ist menschlich. Ich möchte jetzt auch nicht alles auf Hochglanz cutten, weil es ein bisschen authentischer bleiben soll, aber ich denke, informativ sollte es schon sein. Das ist ja das Wichtige, worum es in einem Tutorial geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Tutorial Nummer 2 in der Kampfvorbereitung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls euch irgendwas fehlt. Und dann sage ich schon mal, bis zum nächsten Tutorial. Danke fürs Zuschauen, euer Stacks.